Äh, na, hallo zusammen, ich hier ist wieder Euchela und ich bin wieder für euch in Battle for Asgard so. unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen wieder ein paar Archäologiekisten aufmachen. Ich war nämlich wieder fleißig und habe insgesamt 100 Archäologiekisten zusammengefarmt. Und ja, das sind Zwergenkisten. Ich hatte mir ursprünglich in Draenor, Ar Arakoa und Clans von Draenor gefarmt gehabt. Die kann man aber umwandeln. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir mit den Zwergenkisten an. 100 Stück sind Ich brauche da nämlich nur eine Waffe für Transmog raus. Das ist so das letzte Item aus dem Transmog, was ich über Archäologie ziehen kann. Zumindest von einem Druid, was der tragen kann. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Jetzt muss ich bloß gucken, wo sind die Zwerge? Bap, Ähm, Zwerge. Ah, hier ganz hinten. Und mein Makro funktioniert hoffentlich noch. Ja, ich habe es jetzt eine Weile nicht benutzt. Also wir müssen jetzt erstmal die Kisten aufmachen. Da gibt es dann hier diese... Ähm, ja, kleine Artefakte raus und wenn wir ein bisschen Glück haben, kriegen wir auch diese größeren Steine, aber da habe ich noch ein paar. Moment, hier 18 Stück, äh, nee, 28 Stück habe ich noch, die können wir dann nämlich nur einsetzen und kriegen dann nochmal ein bisschen. Ah, schau, da haben wir schon mal einen. ein zweites. Ich habe mittlerweile äh, festgestellt, dieser Sound, ne? diese Stimme, die dann mich bedroht mit irgendwelchen komischen, äh, <laughs> komischen Aussagen. Die kommt immer dann, wenn ich so einen Stein. Halt, warte mal, die Steine muss ich einsetzen? Immer, wenn ich so einen Stein krieg. Mittler, Mittlerweile habe ich das rausgekriegt hier. Lang genug hat es gedauert. So, warte mal. Eure Freunde hintergehen. Freunde hintergehen. Gut, jetzt haben wir schon fünf Dinger gebaut. Oh boy, komm, gib mir den Stab. Ich versuche jetzt halt immer diese ähm, Zwergenrunensteine einzubauen. Dann brauche ich nämlich weniger von den Relikten. Deswegen hatte ich mir ursprünglich mal so 40 Stück gekauft. Ah, uh, ja, aber die gehen ganz gut raus. Also, es langsam werden es weniger. Die Hälfte haben wir schon rausgehauen. Die waren aber zum Glück nicht so teuer. Wenn ich jetzt schaue in Draenor, wo ich ja dran bin, um Archäologie zu machen, wegen ein paar Quest-Sachen, die ich noch ähm, benötige, da sind die Steine wesentlich teurer. Also, ich glaube, hier Clans von Draenor ist jetzt hoch auf 250 Gold. Und das ist dann schon ziemlich teuer. Die Arakoa, die waren relativ günstig. Habe ich glaube ich für 30, 40 Gold rumgekriegt. Und die Zwergenruhensteine waren eigentlich auch ähnlich günstig. So, jetzt haben wir hier wieder äh, über 200 zusammen. Basteln mal wieder ein bisschen was. Setzen wir die da noch rein. Das. ah nee, das ist gewöhnlich. Ich dachte mir jetzt gerade, das ist irg irgendwas krasses. Das sah jetzt irgendwie krass aus. Ich dachte gerade, ich habe eine Waffe, aber nein, das ist einfach nur ein graues Item. Schade. Ja, ich habe ja ein paar Kommentare gelesen auf WoW-Head, wie selten das Ding ist. Und äh, es gibt halt zwei seltene Waffen anscheinend. Ein Ding hier von den Trollen, ein Schwert, was ewig selten ist. Und hier der Stab von den Zwergen. Und da haben einige Leute geschrieben, dass sie sehr, sehr viel gebraucht haben. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück. Wenn ich hier die 100 Kisten aufmache, habe ich so im Schnitt 25 Teile hergestellt. Ne? Also 25 Zwergenteile habe ich mit ähm, 100 Kisten. So, Pi mal Daumen. Und wenn da manche schreiben, sie haben mehrere hundert gebraucht oder einer hatte, ich glaube, 2000 Tries gebraucht. Puh, da habe ich dann nicht so gute Hoffnungen. Ne? Ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Glück habe. Da war natürlich auch der eine oder andere dabei, der meinte, ja, 10 Dinger aufgemacht, 20 Dinger aufgemacht und er hatte es. Aber das ist halt immer eine Lacksache, ne? wie das bei so vielen Geschichten der Fall ist. Müssen wir am Ende mal durchzählen, ob meine, meine Annahme mit den etwa 25 Teilen hinkommt. So, da können wir den Würfel noch basteln. Gut, jetzt haben wir nicht mehr viele Kisten hier. 18 Kisten haben wir noch, die machen wir nochmal einmal auf. Und dann äh, müssten wir nochmal fast am Cap sein, oder? Hier. Schauen wir mal. Ich finde diese Geräusche, die da dann mal kommen, recht lustig. Ich weiß nicht, ob die laut genug bei euch sind. Aber das kommt auch ständig, wenn ich Archäologie mache. Und am Anfang war ich, what the fuck, wo kommen die Sounds her? Ne? Mittlerweile bin ich schon gewohnt. Okay, das sieht jetzt schlecht aus. Nein, wieder dieser Hammer. Gib mir doch meinen Stab. Oh boy. Oh boy. Ja, gut. Das war nichts. Jetzt schauen wir mal, wie viele wir insgesamt aufgemacht haben: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ja gut, habe ja gemeint so im Schnitt 25. Das kommt ganz gut hin. Ah, ne, hier oben haben wir sogar nochmal eins. Also 27, sogar ein bisschen mehr. Zwei mehr, als ich dachte. Das Zeug kann man übrigens auch verkaufen, ne? Das sind graue Items. Manche sind tatsächlich ein bisschen was wert. 10 Gold. Manchmal sind die auch 100 Gold wert, die Sachen, aber anscheinend sind das dann die selteneren. Hier, der Becher ist auch nur ein Gold wert. Gut, Leute. Sollte leider heute nicht sein. Waren jetzt wieder 27 äh, Dinger mehr, die ich gebastelt habe. Wir haben nichts gekriegt. Ich sammle wieder ein bisschen Archäologiekisten und wenn ich dann wieder genug habe, melde ich mich wieder mit einem neuen Video. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer La. Bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.